deutsche Formeln, die Allgüschen. Die Welt zwischen Himmel und Erde ist beseelt und die Schamanen nehmen Kontakt auf. Sie wünschen den Menschen in ihrer Heimat Kraft und Glück und uns, den Besuchern Tuvas, eine gute Reise. Unsere Reise von Norden. Über die Hauptstraße fahren wir in den südlichsten Teil Sibiriens. Die Russische Republik Tuva ist etwa halb so groß wie Deutschland, hat aber nur 300.000 Einwohner. Über die Hauptstadt Kyzyl reisen wir nach Osten in Richtung Taiga. Dann fahren wir in die Berge ganz im Westen. Zum Schluss der Reise kommen wir in den Süden, an die Grenze zur Mongolei. Spät, erst gegen Ende Mai, zieht sich der Winter zurück aus dem südlichen Sibirien. Jetzt ist es Zeit, die Sachen zu packen für Gennadi Mongusch und seine Familie. Hier verladen sie gerade das tuwinische Haus auf ein Pferd, ihre Jurte. Alles soll mit. Im Winter sind wir hier, im Sommer da, im Herbst dort. Wir haben drei, sogar vier unterschiedliche Orte. Manche von ihnen kann man mit dem Auto erreichen, manche aber nur mit dem Pferd. Jetzt, wo die Tage länger und warm sind, kann es losgehen. Mit ihm ziehen Kühe, Schafe und vor allem die hier, seine tuwinischen Pferde. Die Pferde besorgen sich ihr Futter selbst und die halten was aus. Im Winter bis zu minus 45 Grad. Sie sind alle sehr ausdauerfähig auf langen Distanzen und bei Pferderennen. Die können bis zu 40 Kilometer am Stück laufen. Da ist dieser Umzug für sie doch ein Klacks. Der lange Trek. Das Vieh kennt schon den Weg, darum gehen die Tiere wie von allein. Nur die Kleinen müssen den Großen folgen. Für uns ist jeder Umzug eine große Freude. Das Ziel ist erreicht, das Sommerlager. Hier ist das Gras frisch und es gibt keine Mücken wie im Winterlager. Jetzt muss erstmal die Jurte aufgebaut werden. Gennadis Bruder Alim ist Jurtenexperte. Zuerst muss man die Wände bauen. Es gibt sechs davon. Das ist die ideale Größe für eine Jurte. Nicht zu klein und nicht zu groß. Mit diesen Stäben da vorne bauen wir das Dach zusammen. So.
jeder Handgriff sitzt. Diese Jurte haben sie schon oft auf- und abgebaut. Nomadenleben. Das Wichtigste ist, dass sie gerade steht. So wie sie haben auch schon ihre tuwinischen Vorfahren gelebt. Pferde und Viehzucht an wechselnden Orten. Der erste Abend im Sommerlager. Es gibt Lamm. Fettiges, kräftiges Fleisch, so lieben es die Tuwiner. Nicht nur in den harten Wintern. Und Suppe. Gennady möchte das Leben in der Jurte nicht missen, auch wenn er noch ein Haus im Dorf hat. In einem Haus bekommt man doch nichts mit. Hier spürst und hörst du alles. Direkt über dir hast du den Himmel und die Sterne. Du kannst alles sehen. In diesem Lager bleiben die Nomaden bis zum Herbst. Das dauert gar nicht so lang, denn die sibirischen Sommer sind kurz. Unser nächstes Ziel liegt ganz im Norden und es ist weltberühmt, Arjan. Denn hier im Tal der Zaren fanden sie einen sagenhaften Goldschatz. Der Archäologe Omak Shurab ist gerade dabei, einen neuen Ausgrabungsort vorzubereiten. Das ist das Grab eines Kriegers, das sie vor kurzem freigelegt haben. Er lag mit dem Kopf in Richtung Nordwest, genau nach der skythischen Tradition, in einer gebeugten Haltung. Er hatte Waffen bei sich, Pfeil und Bogen, ein Messer, einen Dolch und einen Spiegel aus Bronze. Skythen besiedelten etwa 1000 Jahre vor Christus diese Region. Die Tuwiner halten dieses alte Jäger- und Nomadenvolk für ihre Vorfahren. Als Beweis ihrer Kultur blieben viele solcher Grabhügel aus Steinen erhalten. Aufgetürmt wie runde Pyramiden. Überall in der Umgebung erheben sich solche Hügel. Viele davon sind noch unerforscht. Diese Gräber bilden eine Kette. Dieses Tal wurde nicht zufällig ausgesucht. Hier sind Grasflächen. In der Nähe ist die Taiga, Flüsse und Seen. Alles, was man fürs Leben braucht. Das hier ist Arjan II. Ein deutsch-tuwinisches Archäologenteam stieß hier auf eine Weltsensation. Das Grab eines Zaren mit fast 20 Kilo Gold. Omak will uns später den Schatz zeigen. Die Besucher haben den Fundort mit Glücksbändern verziert. Wir brechen auf in Richtung Hauptstadt. Küsil liegt im Zentrum des Landes. Ein Drittel der Bevölkerung Tuvas lebt hier. In Küsil fließen der kleine und der große Jenissee zusammen. Direkt am Ufer ist das geografische Zentrum Asiens. Darauf sind die Tuwiner stolz. Lenin thront noch auf dem Sockel, obwohl seine Zeit längst um ist. Auch die unter den Kommunisten verhasste Religion hat Einzug gehalten. Die meisten Tuwiner sind Buddhisten. Obwohl es eine moderne, aufgeklärte Stadt zu sein scheint, die Schamanenklinik ist immer gut besucht. Das hier ist noch ein leichter Fall für Karaul Dubchitul. Vadim findet seit einiger Zeit keine Arbeit. Ich mache ihm ein Schutzarmband. Das wird ihm helfen. Vadim vertraut dem Schamanen.
Ich möchte Schutz bekommen für gute Gesundheit und gute Arbeit. Seit einigen Jahren schon habe ich keinen einzigen Arbeitsplatz länger als ein Jahr gehabt. Darum bin ich hier, damit er mir Glück zaubert. Der nächste Fall ist schon schwieriger. Rauch heiliger Pflanzen. Karaul behandelt einen jungen Mann. Er leidet unter Epilepsie, sagt er. Bei dieser Sitzung will der Schamane ihn heilen. Nachdem er ihm die Krankheit genommen hat, wirft er sie raus. Buchstäblich. Noda ruht sich aus. Ich habe ihn geheilt. Er ist jetzt gesund. Ich habe seine angehexte Krankheit fortgeworfen. Ich gab ihm das Leben durch die Geister meiner Ahnen. Ich hatte immer starke Kopfschmerzen, die kaum zu ertragen waren. Deshalb war ich ständig nervös. Nun habe ich wohl keine Schmerzen mehr. Karauls Hilfsmittel hängen an der Wand. Das alles ist die Kraft der Ahnen. Dieser alte Pfeil da oben ist über viele Generationen weitergereicht worden. Den habe ich von den Ahnen meines Vaters. Sie waren alle Schamanen. Ich verwende auch die Geister von Tieren. Das ist der Geist des Bären. Der Stier. Und hier ein Hecht. Erde, Wasser und Luft, alles ist verbunden. Schamanismus ist Natur. Und wenn ein Mensch mit der Natur lebt, gibt sie ihm alles. Wenn ein Mensch gegen sie lebt, bestraft sie ihn. Die Klinik ist eine Art Gemeinschaftspraxis. Tuwinische Schamanen helfen, heilen oder sagen die Zukunft voraus. In diesem Zimmer macht sich die Schamanin Alima Pavuevna bereit für Besucher. Unter den etwa 500 Schamanen Tuvas gibt es viele Frauen. Jeder Frau fällt es leichter, mit einer Frau zu sprechen. Manchen ist es peinlich, über ihre Probleme mit einem Mann zu sprechen. Umgekehrt ist es doch genauso. Die Schamanenklinik zum Geist des Bären ist täglich geöffnet für ihre Patienten. Die Preise sind übrigens Verhandlungssache. Danach dürfen wir in Kysil noch einen weltlichen Schatz bestaunen. Im Tresorraum des Museums lagern die Fundstücke aus Arjan. Pures Gold. Im unversehrten Zarengrab fanden sie die Beweise für ein kunstfertiges Volk, das in Tuva siedelte. Und mag es stolz. Das war natürlich ein Riesenglück für mich und die anderen, so einen Schatz zu finden. Nicht jeder Archäologe darf so etwas miterleben. Ich glaube, so einen Fund wird es wahrscheinlich auch lange nicht mehr geben. Dem Zaren und seiner Gefolgschaft wurde einiges mitgegeben für die Reise ins Totenreich. Mehr als 2500 Jahre alte Schätze, die auch heute noch in ihrer handwerklichen Perfektion faszinieren. So alt wie der Schmuck sind auch die überlieferten tuwinischen Lieder und Gesänge. Dieses Lied vergleicht die Schönheit einer jungen Frau mit der Natur. Die Gruppe Hünchötü hat Gastauftritte in der ganzen Welt. Die Igil, die Pferdekopfgeige, gehört dazu. Und die hohe Kunst des Kehlkopfgesangs, inspiriert durch die Schönheit Tuvas. Yeah.
Tuva ist ein einzigartiger Ort, wohin ich auch schaue. Überall Berge, Flüsse und Seen. Und die Zivilisation hat die Natur nicht im Griff. Unser Gesang ist ein Geschenk des Kosmos. Man fühlt sich wohl durch die Unterstützung von Himmel und Erde, atmet mit voller Brust, schläft ruhig und isst mit Geschmack. Ich bin glücklich, dass ich in diesem Leben hier geboren wurde. Der Teil unserer Reise führt uns weit in den Osten Tuvas. Dorthin, wo die Altgläubigen leben. Der Weg zu ihnen ist ohne Geländewagen nicht zu meistern. Und das letzte Stück der Reise treten wir mit einem Altgläubigen in seinem Boot an. Es ist fast der einzige Weg ins Dorf Hergé. Das Dorf entstand in der Zeit der russischen Oktoberrevolution. Altgläubige flohen vor den Kommunisten und ließen sich hier nieder. Dann kam der Bürgerkrieg auch hierher. Manche sind dann noch weiter geflohen in die Mongolei oder nach China. Doch meine Familie blieb hier. Ankunft in einer anderen Welt. Altgläubige leben streng nach ihrer Auslegung der Bibel. Dazu gehört vor allem regelmäßiges Beten und Fasten. Und Fleiß. Denis packt selbst an, auch noch im hohen Alter, Brennholz vorbereiten für den langen Winter, obwohl der gerade erst vorbei ist. Ich bin schon mein ganzes Leben lang in diesem Dorf. Bin hier zur Schule gegangen. Meine Eltern sind auch von hier. Und jetzt bin ich allein. Heute ist der Tag des letzten Klingelns in der Schule. Ferienbeginn. Und einige der sonst eher kamerascheuen Bewohner lassen sich sogar filmen. Zum Schulschluss gibt es die Zeugnisse. Zoe Manushkinas Tochter Anjuta hat gute Noten und kommt jetzt in die vierte Klasse. Ein Dorf ist halt ein Dorf. Hier muss man keine Angst haben, dass dich jemand überfällt. Um die Kinder müssen wir uns keine Sorgen machen. Hier sind sie unter Beobachtung und jeder kennt jeden. In der Stadt ist es doch gefährlich. Schulbildung ist nicht selbstverständlich. Manche Eltern halten sie für Sünde und nehmen ihre Kinder raus nach der Grundschule. Lesen und Schreiben können reicht. Auch Grigori Jukovs Sohn ist Schüler. Grigori möchte ihn nach der vierten Klasse von der Schule nehmen. Wenn es geht, werden wir ihn dann abends unterrichten, nach der Arbeit. Er ist doch eigentlich jetzt schon erwachsen. Im letzten Sommer fuhr er mit mir in die Taiga und dieses Jahr soll er auch mit. Draußen in der Natur ist das wahre Leben, meint Grigori. Im Frühjahr fährt er raus und bereitet sein Jagdrevier vor. Im Winter ist der Jenissee zugefroren, jetzt ist er reißend. Gefüllt mit dem frischen Wasser aus den Bergen hat er viele Stromschnellen, in denen schon einige Dorfbewohner umkamen. Ja, das ist ganz schön gefährlich. Die Stromschnellen beginnen direkt bei uns am Dorf und sind lang, bis der Fluss sich weiter hinten in drei kleinere Flüsse verzweigt. Grigoris erste Station auf seiner Tour ist die alte Jagdhütte seiner Familie. Die hat er allerdings schon eine Weile nicht mehr besucht. Sein Gewehr hat Grigori immer dabei, falls mal ein Bär auftaucht. Вот капкан лежит.
Das hier ist eine kaputte Bärenfalle. Schauen Sie, die hat irgendein Bär richtig zerlegt. Die kann man nicht mehr gebrauchen, die ist nur noch Schrott. Innen drin ist einiges zu tun. Vor allem der Ofen hat Risse bekommen durch die regelmäßigen Erdbeben in der Region. Die Hütte hat ein Onkel von Grigori gebaut. Vielleicht bringt er sie mit seinen Söhnen irgendwann wieder auf Vordermann. Etwa 20 Kilometer vom Dorf entfernt legt Grigori schon mal einen Sack mit Fallen für den kommenden Winter ab. Jagdvorbereitungen. Die hier sind für kleinere Tiere, Zobel und Eichhörnchen. Und das hier, das sind kleine Schlingen. Wenn der Wolf Fleisch wittert, zum Beispiel von einem Hirsch, dann wird er angelockt. Dann lege ich diese Schlingen aus, um ihn zu fangen. Jeden Winter ist Grigori monatelang in der Taiga unterwegs und jagt. Die Pelze sind sein Einkommen. Mein Vater hat es so gemacht und wir machen es auch so. Die Frauen haben sich bestimmt schon daran gewöhnt. Ich sage nie, wann ich zurückkomme. Manchmal sage ich zu meiner Frau in anderthalb Monaten. Aber sie weiß ja auch, dass ich nicht aus der Wildnis rauskomme, wenn es keine freien Wege gibt. Über mehrere hundert Kilometer erstreckt sich Grigoris Jagdrevier in der Taiga. In der schneefreien Zeit verteilt er Fallen und Vorräte für die nächste Jagdsaison. Dann ist Grigori ein einsamer Jäger in der unberührten Natur. Doch jetzt kann er sich auch um die Kinder kümmern. Drei Söhne hat er und eine Tochter. Im Frühjahr und Sommer ist ihr Vater für sie da. Wenn sie groß sind, möchte er, dass sie alle in seiner Nähe bleiben und sich hier ansiedeln. Auch wenn wir arm sind, wir sind immer satt. Mehr brauchen wir nicht. Ich brauche auch kein großes Haus und Reichtum. Wir haben uns daran gewöhnt und meine Kinder werden wahrscheinlich auch so leben. Grigoris Frau Alla führt den Haushalt und kümmert sich ums Vieh. Wo soll ich denn sonst leben? Mir gefällt es hier. Wo mein Herr ist, da bin auch ich. Die Familie ist das Wichtigste. Meine Kinder und mein Mann. Oder umgekehrt, mein Mann und meine Kinder. Die Zeit scheint stillzustehen in Hergé. Doch eine Revolution gibt es. Das ist die neue Fähre. Die haben die Bewohner selbst gebaut, ganz ohne Geld vom Staat. Damit können demnächst auch mal Autos rüberkommen in ihr Dorf. Wir fahren wieder in Richtung Kösil, denn dort wartet Großes auf uns. Aufmarsch der Titanen. Heute ist Ringkampftag. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche aus ganz Tuva treten hier gegeneinander an. Ringkampf ist ein beliebter Volkssport. Zukünftige Männer fangen früh damit an. Auch der 13-jährige Temuçin macht mit. Er ist mit seinem Vater angereist.
Er hat schon viele Kämpfe gewonnen, doch nervös ist er trotzdem. Ich habe mich gut vorbereitet. Jeder will hier gewinnen. Deshalb werde ich mich sehr anstrengen, um hier zu siegen. Das ist der Champion vom Vorjahr. Er scheint ein bisschen erschöpft zu sein vom vielen Training. Wer gegen wen antritt in seiner Altersgruppe, entscheidet das Los. Der erste Gegner Temuchins ist flink, doch er schmächtig. Schlagen und Treten ist verboten, wer zuerst fällt, verliert. Übersichtliche Regeln. Die erste Runde geht an Temuchin. Jetzt muss er noch den traditionellen Adlergang um die tuwinische Fahne machen. Nebenan treten die Jüngsten gegeneinander an. Gerade mal 5 Jahre sind sie alt, aber haben es schon richtig drauf. Der Fachmann staunt. Bei den Kleinen schaut Schiedsrichter Kete genau hin, doch die Jungs sind tapfer. Die haben keine Angst. Die kämpfen doch schon wie die Alten. Für die Eltern ist es Tradition, ihre Kinder schon ganz früh zum Ringkampf anzumelden. Der kleine Adar ist gerade rausgeflogen, doch seine Mutter ist sehr stolz auf ihn. Er hat zum ersten Mal mitgemacht und hat sich sehr gut gehalten. Wenn er nach dem Kampf mal weint, tröste ich ihn. Temuchin hat schon seinen 3. Kampf. Dieser Gegner ist ein harter Brocken. Nach 10 Minuten ohne Entscheidung dürfen sich die Jungs an der Kleidung greifen. Diesmal fällt er. Sein Vater tröstet ihn. Er hat doch gut gekämpft. Ein tuwinisches Sprichwort sagt, jeder kann mal verlieren, es gibt nicht nur einen Tag. Große Preise für die Kleinen und stolze Eltern. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir sind unterwegs in die Berge. Ganz im Westen des Landes. Und wir sind nicht die Einzigen. Alle wollen hoch hinaus. Das letzte Stück geht es zu Fuß. Hier oben, in 3000 Metern Höhe, begehen die tuwinischen Männer das buddhistische Erleuchtungsfest. Diese Bänder stehen für gute Wünsche. Ich wünsche mir, dass meine Familie und mein Volk glücklich sind und gut leben. Dass unser Land wächst und alle gesund sind. Und dass wir viele Haustiere und Vieh haben. Der Lama ist das Oberhaupt der tuwinischen Buddhisten. Die Gebete beginnen. Alle
Der Herrscher Baytalgaz hat hier seinen Platz. Von hier aus ist ganz Tuva zu sehen. Wenn wir hier feiern, versammeln sich alle Geister Tuvas bei uns. Als Opfergaben werden Mehl, Fleisch und Milchprodukte verbrannt. Es soll ein gutes Jahr werden. Auch Wladimir Saltschak macht sich auf in die Berge. Aber er hat ein anderes Ziel. Er kommt nicht zum Beten, sondern zum Arbeiten hierher. Wladimir sucht nach Specksteinen. Das ist eigentlich ein guter Platz. Hier gibt es viele Specksteine. Doch manchmal findest du keine. Dann bist du den ganzen Weg umsonst hochgelaufen. Das kommt schon mal vor. Lässt sich der Stein auch gut bearbeiten? Materialprüfung in luftiger Höhe. Jedes Mal, wenn er hier oben ist, nimmt Wladimir sich auch Zeit für den Glauben. Auch er möchte die Geister ehren. Die hohen Berge geben mir ein besonderes Gefühl des Einsseins mit der Natur. Der Wald und die Pflanzen geben mir Lebensenergie. Bevor es wieder zurückgeht, bindet auch er ein buntes Glückstuch an den Pilgerbaum. Mit fast 30 Kilo Steinen im Rucksack macht er sich auf den Rückweg. Fühlt er sich dafür nicht zu alt? Wieso das denn? Alt? Ich bin doch noch ein junger Mann. Manchmal mache ich 3 Stationen auf einer Tour. Dann habe ich 100 Kilogramm oder mehr dabei. Alles in Ordnung. Ich fühle das Leben in meiner Brust. Aus den Specksteinen macht Wladimir dann in Feinarbeit kleine Kunstwerke. Das ist eine Jurte aus dem Altai. Das ist das Wappen der Republik. Und dann gestalte ich noch die Tierwelt und die Flüsse und Seen des Altai als Motiv dazu. Wladimir Saltschak ist einer der wenigen Specksteinkünstler des Landes. Mit jahrzehntelanger Übung hat er es zur Meisterschaft gebracht. Wenn ich erst mal anfange zu arbeiten und eine Idee im Kopf habe, dann arbeite ich immer bis tief in die Nacht und schlafe morgens nicht lange. So mache ich es dann 2-3 Wochen lang, bis ich fertig bin. Seine Schmuckstücke und Specksteinarbeiten sind in ganz Tuva bekannt. Manche seiner Arbeiten stehen in diplomatischen Vertretungen oder wurden ins Ausland verkauft. Das ist sein größtes Werk. Dafür hat er Monate gebraucht und kleine Edelsteine verwendet. Specksteinkunst. Danach sind wir eingeladen zum Pferderennen. Die Tiere sind aufgeregt. Der Pferdezüchter Gennadi ist Schiedsrichter.
Jetzt überprüfe ich das Alter der Tiere, damit alle die gleichen Chancen haben. Das Rennen ist für bis zu Dreijährige. Das Alter erkenne ich an den Zähnen. Die jungen Jockeys sind die Kinder der Züchter oder talentierte Reiter aus den Dörfern. So wie Ayrash. Ich reite Pferde schon seit 7 Jahren. Das macht mir großen Spaß. Ich habe keine Angst, runterzufallen. Langsam zum Start und dann preschen sie los. Die Pferdebesitzer machen zusätzlich Dampf aus dem Auto. Zieleinlauf. Die ersten kommen an. Andere brauchen noch ein Weilchen länger. Ayrash hat nur einen Platz im Mittelfeld belegt. Doch sein Onkel sieht es gelassen. Was mein Meister normal? Normal. Нет, тут тут они вещи скачут кони вот. Der 8. Platz ist schon in Ordnung. Die Pferde auf den vorderen Plätzen waren wirklich stärker. Die haben den Sieg verdient. Vor allem die auf dem 1. und 2. Platz. Tut es Ihnen leid, dass es nicht der 1. Platz wurde? Nein, das tut mir nicht leid. Bald ist schon das nächste Rennen. Da machen wir auch mit. Diese Pferderennen gehören zur Tradition Tuvas und sind in den wärmeren Monaten ein beliebter Volkssport. Überhaupt gehört Wettbewerb zum Leben in Tuva. Hier messen sich junge Talente im Kehlkopfgesang und Folklore. Hier heißt es, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das Solo von Nams Rai, gerade mal 3 Jahre alt. Nams Rai ist der ganze Stolz der jungen Mutter. Eigentlich singt er schon seit der Geburt. Wir haben ihn nicht trainiert. Nur als er in mir war bei meiner Schwangerschaft, da bin ich auch bei Folklore aufgetreten.
Daher hat er das wohl. Er ist sehr talentiert, oder? Er ist sehr talentiert. Wir haben ihn nicht vorbereitet. Wir haben ihm nichts beigebracht. Er macht das alles aus sich selbst heraus, mit eigener Kraft. Zum Ende unserer Reise fahren wir noch ganz in den Süden an die Grenze zur Mongolei und treffen auf Kamele. In der eher trockenen, sandigen Wüstenlandschaft haben sie ihr Zuhause. Die Höckertiere scheinen sich hier wohlzufühlen. Nikolai Nasin gehört diese Kamelzucht. Er und seine Familie freuen sich über die große Herde, die sie inzwischen haben. 35 glückliche Prachtexemplare leben hier. Nur die Kleinen jammern. Die rufen ihre Mama und unterhalten sich. Solche Geräusche machen sie auch, wenn die Mama auf sie warten soll. Aber denen geht's gut. In der Jurte bereitet Großmutter Balgamar das Essen zu. Ein frisch geschlachtetes Lamm. Das wird für mehrere Tage reichen. Auch die Nasins sind Nomaden, gewöhnt an das enge Zusammenleben in der Jurte. Tuwinische Familienidylle. Ich bin eine glückliche Frau. Ich habe viele Kinder und Enkel. 16 sind es insgesamt. Wir sind daran gewöhnt, in der Natur zu leben. Im Sommer ist es sehr heiß und im Winter kalt. Doch wir Nomaden können das ertragen. Und unsere Kamele auch. Traditionelles Leben, das bis heute erhalten geblieben ist. In Tuwa trafen wir auf große Herzlichkeit und großartige Natur. Unsere Reise geht hier zu Ende. Im Schamanenland leben Mensch und Natur als Einheit.